Mein Name ist Thomas Wander, ich komme ursprünglich aus Graz, bin heute hier in Wien in der Synchron Stage, um die Filmmusik für Midway aufzunehmen. Das ist ein neuer Film von Roland Emmerich. Er kommt im November 2019 in die Kinos. Wir nehmen heute Streicher und Bläser hier auf. Der Sound hier ist auch sehr, sehr, sehr schön. Er ist sehr klar und sehr präsent. Man hört wirklich jedes Detail, was mir gefällt, dass man bei den Streichern wirklich den Strich auch hört, also den Bogen auf den Saiten, das finde ich sehr gut. Musiker sind auch top, top klasse, also alles gut. Über den Sound waren wir uns eigentlich relativ schnell einig. Ich vertraue auch dem Bernd, der kennt diese Stage hier in- und auswendig, der weiß genau, wie er das machen muss. Und das, was er gemacht hat, hat mir sofort gefallen. Ich habe nicht wirklich viel sagen müssen. Ja. Von der Synchron Stage Vienna habe ich gehört vom Dennis Sands. Der hat die Musik aufgenommen für Independence Day. Das war die letzte Musik, die ich in Los Angeles mit dem Harald zusammen eingespielt habe. Und da hat er mir erzählt, dass er gerade hier war. Ich glaube, so Test-Sessions haben sie gemacht mit dem Conrad Pope und war ganz begeistert. Und da habe ich eigentlich das erste Mal von der Synchron Stage gehört. Und dann habe ich mich halt informiert, was da so möglich ist. Und es hat jetzt zum Glück geklappt. Ja, ich habe halt viel Material zum Aufnehmen. Also die Liste ist wirklich lang. Aber die Musiker waren extrem gut und lesen sehr schnell und wir sind eigentlich sehr, sehr weit durch die Liste durchgekommen, also weiter über das Ziel geschossen, als ich mir erhofft habe. Also von der Geschwindigkeit ist es, steht den Orchestern in London oder Los Angeles eigentlich um fast nichts nach. Die Zusammenarbeit mit dem Johannes war großartig, also kann man sagen, es hat alles bestens reibungslos geklappt. Die Orchestrierung ist auch 1A. Auch am Podium ist er sehr effizient und die Kommunikation war auch großartig. Also vom ersten Take an eigentlich tolle Erfahrung.